Hallo Freunde, euer Chris Kamini, wieder Kamin Zimmels, ungekürzt und verblümt und immer geradeaus. Heute mit dem Thema Meilenbizanz, Modifikation. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Tada! Yes. Ein 18er Fincrash, ganz normal. Ja, ich will es nicht sagen gewöhnlich, aber es ist halt ein ganz normales 18er Fincrash gewesen. Relativ schönes Becken irgendwie war, ja. Leicht luftig, war okay, aber war jetzt irgendwie auch so kein Highlight, wo man gesagt hat, hey, so höre ich jetzt unter 20 Becken raus. Kunde kam zu mir und hat gesagt, okay, lass uns mal dann diese speziellen Hämmerungsmuster probieren oder so. Also er meinte im Prinzip eine Clusterhämmerung oder Divots oder Dance, je nachdem, wie man es nennen will. Ne? Also ihr seht das hier, ne? Das sind diese doch stark eingehämmerten Stellen, die hier jetzt in diesem Fall, ich muss selber rechnen, es waren 10 Stück, ne? 10 Stück im Umkreis, einmal rumrum. Und die verleihen der ganzen Sache natürlich dann diesen schönen, fauchigen, trashigen, fast schon China-esken Klang, der ja dann doch sehr geliebt ist und vor allen Dingen auch diesem Becken echt weitergeholfen hat. Ich habe aber die Gelegenheit jetzt mal beim Schopf gepackt und vor allen Dingen, um zwei Themen anzubringen, ganz kurz, und zwar das Thema Byzanz-Modifikation natürlich. Klar, schickt mir eure Byzanzen. Ich weiß, da sind viele draußen in der Welt, ich kriege da auch viel Byzanz rein, die sind zu schwer, zu clunky, ein bisschen ungelenk, ein bisschen steif, ein bisschen, naja, sie machen halt nicht so vielleicht den Spaß oder so, den man irgendwie gerne hätte. Ja, dann einfach her schicken und gucken. Ich habe jetzt leider bei dem Becken, ich hatte das Footage von vorher quasi unbehandelt, finde es aber nicht mehr. Deswegen, ja, müssen wir jetzt damit leben, so wie das Becken jetzt klingt. Aber das höre ich euch, zeige ich euch gleich zum Anhören, damit ihr das dann einfach entsprechend auch mal bewerten könnt, wie schön so ein Teil klingen kann. Und zweitens wollte ich noch sagen, was der wichtige Unterschied ist bei diesem Cluster-Hammer-Muster. Und zwar der Punkt ist der, wie stelle ich das her? Bei mir ist jeder von diesen einzelnen Divots, jeder dieser einzelnen Dents ist bei mir mit mindestens 50 Schlägen gemacht. Das heißt, er wird wirklich ganz, ganz zart, wird angefangen, das in die Form einzuhämmern. Das ist nämlich wichtig, weil das ist ein Thema, wenn man muss die Bronze quasi langsam an das Thema gewöhnen, weil diese Form ist ja für das Blech sehr ungewöhnlich. Ne? Also es entsteht ja im Prinzip eine Streckung auf sehr kleinem Raum. Der Raum ist jetzt irgendwie, sage ich mal, ein Durchmesser von 5 cm oder sowas. Das ist schon recht wenig. Und dann da irgendwie zu sehen, dass jetzt im Prinzip hier ein Divot entsteht, der durchaus mal 0,5 cm runtergehen kann, also 5 mm Tiefe haben kann, ist das schon ein ganz schöner Eindruck sozusagen für das Becken. Und das will erstmal verdaut werden. Das Problem ist, wir machen das die großen Firmen, die haben entweder eine Hydraulikpresse oder sie haben irgendwie einen Federhammer oder irgendwas Größeres, wo wirklich mit einem sehr großen Hammer gearbeitet wird. Und dann macht das Katschunk. Und dann ist im Prinzip mit einem Stoß ist das Ding drin. Und das ist natürlich, sage ich mal, extrem viel Stress. Also ich bekomme viele Becken, die gerissen sind und wenn sie gerissen sind, dann sind sie genau an diesen Punkten gerissen, weil das einfach zu viel Stress war fürs Material. Passiert bei mir nicht. Warum? Ich mache das in Handarbeit. 50 Schläge pro Stück ist natürlich viel Arbeit, könnt ihr selber rechnen. Wenn jetzt alleine hier von 10 Stück drauf sind, sind das allein 500 Schläge nur für die entsprechenden Divots und Dents hier. Ne? Also das ist im Prinzip schon viel Arbeit, aber es lohnt auf jeden Fall. Und ob das lohnt, hören wir uns jetzt mal an.